Herzlich willkommen zurück zu unserem Alpha Saphir Wetlog. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich eine Grinding-Montage gemacht habe und bin da leicht übers Ziel hinausgekommen, denn ich habe zuerst halt so im Gras gegrindet und wollte halt unsere Pokémon relativ am hohen Level kriegen, denn ich habe wirklich Angst vor Trainern. Wir brauchen nur ein schlechtes Matchup und wir sind am Arsch. Weißt du, wenn ich Isabelle und Zorro trainiere, dann muss nur einmal ein Feuer-Pokémon kommen und ich bin am Arsch. Oder ein Flug-Pokémon. Und halt hier auch beispielsweise ein Feuer-Boden-Pokémon wie ein Kamaupp gegen Franziska und Shroomzy ist auch immer sehr, sehr schlecht. Deswegen ich erstmal unsere Pokémon natürlich recht hoch gelevelt habe. Aber dann wollte ich auch noch die ganzen Routen klären bis halt zu dieser einen Stelle mit Zertrümmerer. Denn ja, ich will halt nicht zertrümmern, damit ich nicht aus Versehen ein Pokémon kriege, wo ich dann doch lieber eins in der Wüste fangen kann. Wir stehen jetzt aber hier vor den Meteorfällen und wir müssen ja Professor Cosmo retten. Und ich glaube, da haben wir jetzt schon genug Zeit verplempert. Gehen wir rein und retten ihn. Ich bin jetzt taub. Warum? Weil du gerade wie ein Roboter ankamst und ich Ohrenschmerzen habe. Ach so. Sorry. Und zwar richtig heftig. Sorry. Hey, ihr da! Lasst Professor Cosmo gefälligst frei! Nö. Aus welchem Loch seid ihr denn gekrochen? Ganz schön dreist, euch hier einfach so einzumischen. Nina, da bist du ja endlich. Der Professor ist in Gefahr. Wir müssen ihn vor diesen Kerlen beschützen. Ich dachte schon, ich müsste allein mit den beiden fertig werden. Aber jetzt bist du ja hier. Lass mich nicht im Stich, Nina. Kämpfen wir zusammen gegen sie. Nein. Musste ich etwa erst noch vorbereiten? Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Aber gut, dann halte ich sie eben noch etwas hin. Wirklich? Das funktioniert? Der steht auf uns. Ja, ich meine nur irgendwie so im Spielerischen her. Früher war es ja wirklich dann immer direkt gezwungen, dass du da kämpfen musstest und alles, ne? Mhm. Aber wie oft haben Die wollen jetzt eben halt wahrscheinlich... Die wollen jetzt einem wahrscheinlich eben halt die Chance lassen, dass man auch mal zwischendurch noch eben kurz seine Pokémon heilen gehen kann und so. Ja, weil ganz ehrlich, wir hatten ja auch, weißt du, bei Heiko, da konnten wir einfach nö sagen, ne? Ja, du wirst öfters jetzt gefragt, ob du kämpfen möchtest oder noch nicht. Ja, an sich, es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, jo, das macht das Spiel schwerer. Ne? Ja. Weil ich meine, in der Regel, einen blinden Nuzlocke macht man ja relativ selten. Ne? Mhm. Und, ja, es macht ja, es ja wirklich nicht schwerer. Und deswegen ist das an sich eher, finde ich, ein Komfortfeature, das es praktischer macht. Was ich aber an den Spielen nicht mag, und das werden wir, glaube ich, noch öfters sehen, dass du wirklich von den NPCs ständig rumgescharrt wirst. Dass du wirklich nicht mal mehr selbst irgendwo hin musst. Nö, du wirst dann da mitgenommen. Werden wir, glaube ich, noch dann sehen, wenn wir Professor Cosmo gerettet haben. Ah, ich habe Kopfschmerzen. Ja, ja. Kämpfen wir zusammen, ja. Danke, dann mal los. Also wenn das lange so weitergeht, bin ich weg. No. Ha! Sich mir Cordula vom Forscher von Team Aqua in den Weg zu stellen, ist schon selten dämlich. Ja, sie hat von einer Minute zur nächsten ihre Stimme total verändert. Okay. Aber macht nur. Dann werde ich euch neunmal klugen Bägern eben eure Nosenmäuler stopfen. Oh, war es eben zu hart für eure Samsus Gemüt? Habt ihr euch in die Hose gemacht, meine Kleinen? Ist mir doch egal. Es geht los. Gleich könnt ihr was erleben. Ich muss echt sagen, die Kamerafahrten und alles, das mag ich wirklich. Das ist echt einfach super. Und hier mit dem Logo, ja, ich find's eigentlich so ganz cool, wie dann das Logo so unter Wasser taucht und so, ne? Während ja bei Team Magma dann da so Feuer kommt, Lava und alles. Oh, und echt wirklich die Kampfhintergründe finde ich auch so toll. So, was machen wir jetzt aber? Wir haben Magnaien da auf Level 23. Wir sind nur knapp überlevelt. Oh, verdammt, ich habe die Animation wieder nicht eingeschaltet. Ich vergesse das nach dem Grinden immer. Kann auch mal passieren. Nein. Oh. Naja, hat das mal. Profi nicht passieren. Das
Das passiert den Profis auch. Weimar, du machst... Oh nein, Gott, nein. Moment, wir haben Sternschauer. Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott, nein. Jetzt benutzt er hier die ganze Zeit Komprimate und dann können wir ihn nachher nicht treffen. Aber fällt mir ein, ich habe ja Sternschauer. Ich wünschte nur wirklich, wir hätten vorher einen Pokémon getroffen, damit ich das früher bemerkt hätte. Hat Cordula noch ein Pokémon? Nee, der Typ hat zwei, oder? Nee, doch, verdammt, Cordula hat doch zwei Pokémon. Ein Kanivana! Er hat sowieso einen Knilz draußen. Ja, doch, ich benutze Sternschauer. Wir müssen ein bisschen dem Schleimer Schaden machen. Jetzt machen die beiden Angeber. Ich bin gerade irgendwie enttäuscht von Dingens. Von, come on. Von Bricks bin ich irgendwie enttäuscht. Gut, greift das Knilz an. Kanivana ist paralysiert, das ist schon mal gut. Und der Megasauger macht verdammt viel Schaden. Also Kanivana ist bald tot, aber jetzt müssen wir nur hoffen, dass... Schlammbart auf das Knilz. Ist natürlich jetzt hier relativ uninteressant zu sehen, weil die ganzen Animationen wechseln. Tut mir gerade nochmal richtig leid. Aber das vergisst man so leicht. Mein Kopf leid und meine Ohren. No. Okay, Kanivana ist tot. Und Doreen ist wieder hochgeheilt. Hochgeheilt. Boah, zum Glück sterben nur Bricks Pokémon und nicht unsere. Ja, ist auch schon mal gut. Hat er aber eigentlich verdient, nachdem was er das letzte Mal gemacht hat. Jetzt mal ganz ehrlich. Wo das letzte Mal... Sei freundlich zu ihm. Er hat unsere Pokémon getötet, darunter unsere kleine Melody. Ja, aber... Aber... Jetzt mal ganz ehrlich. Papa. Unsere kleine Melody. Aber... Aber, Ja, aber, willst du sie weiter mit dem offenen Mund hier stehen lassen? Sieht wunderschön aus. Das ging nach hinten los. Denen haben wir es gezeigt. Was, Nina? Nee. Sorry, aber das muss bei mir so lange laden. Ja. Wer will die gigantischen Energievorräte des Meteoriten und des Schlotberges miteinander bündeln, rückt die ideale Welt, nach der wir streben. Hallo? Sorry, ich versuche das gerade zu kompensieren. Was? Ich versuche das zu kompensieren, dass es bei dir so lange lädt. Ach so. Wir werden uns diesen Traum nicht von ein paar dahergelaufenen Rotzlöffeln vermassen lassen. Haltet euch gefälligst aus Dingen raus, die ihr nicht versteht. Was für eine traurige Vorstellung. Team Aqua besiegt von Kindern. Ach, halt die Fresse, du Arsch. Wer in aller Welt ist das? Ein Arsch. Ein eingebildetes Arschloch. Ich mag ihn. Ich nicht. Ich finde den von Team Aqua besser. Ich mag den von Team Aqua mehr. Dessen Namen ich immer vergesse, ey. Wie Mark. Ist Team Aqua noch? Ach nö, was? Du meinst den von Team Aqua? Adrian. Von Aqua. Ah, danke. Das ist Cordula. Jetzt kommt auch noch Team Magma auf. Die haben mir gerade noch gefehlt. Das sehen wir wohl alt aus. Aber was soll's. Das musst du jetzt auch schreien, ne? Hey, Duda! Besorg mir den Meteoriten! Und zwar Dali! Geht klar! Oh, weia! Los, Freundchen, lass den Meteoriten drüber wachsen, sonst setzt was! X! Professor! Also dann! Adios, ihr Knöpfe und ihr Pfeifen von Team Magma. Los jetzt. Schnell zum Schlotberg. Und wir machen keine Anstalten, sie aufzuhalten. Sir, wir dürfen Team Magma nicht entkommen lassen. Wir müssen sofort die Verfolgung aufnehmen, sonst... Ich bitte darum. Wie Brick sofort böse guckt, ne?
Ja, Brix ist eben halt Agro, der mag Team Aqua nicht, der ist genauso wie ich. Mein Name ist Mark. Ich leite die Organisation namens Team Magma. Unser Ziel ist es, die Menschheit ins Glück zu führen. Ihr kämpft offensichtlich gegen Team Aqua. Daran werde ich euch natürlich nicht hindern. Solange ihr uns nicht in die Quere kommt, könnt ihr euch nach Herzenslust mit Team Aqua bekriegen. Ignoriert ihr diesen Rat jedoch, werde ich keine Gnade mit euch zeigen. Pech, ich auch nicht mit dir. Lustigerweise, Adrian sagt genau dasselbe. Was? Adrian sagt genau dasselbe. Mist, ich komme jetzt nicht mehr mit. Wovon hat er jetzt gerade geredet? Warum wird eigentlich Brick so dumm dargestellt? Keine Ahnung. Aber was noch viel wichtiger ist... Professor, alles in Ordnung? Er steht immer noch total neben sich. Nina, lass uns den Professor in sein Labor in Lobwechselfeld bringen. Kommen Sie, Professor. Und so verschwinden wir aus den schönen Meteorfällen. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr schöne Gegend da. Ich wünschte, da könnte ich meine Geheimbasis aufbauen. Also nicht davor, sondern direkt in den Meteorfällen. Das wäre voll cool. Vor allem jetzt, da man ja direkt auf Routen fliegen kann. Na? Chatti? Ja? Das ist ein Mädel. I don't care. Das ist eine feminine Dame. Oh, Professor. Ich bin ja so froh. Professor. Professor. Ja, mir geht's gut. Dank der Hilfe dieser beiden. Was können diese Kerle von vorhin bloß mit den Meteoriten des Professors vorhaben? Bist du sicher, dass sie das Weib das sagt? Ja. Obwohl. Okay. Obwohl. Oh nein. Wirkt ja so, als würde Brix das sagen, ne? Stimmt, ja. Man hat ihnen sofort angesehen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Wir sollten uns alle vor ihnen in Acht nehmen. Aber um dich also in deinem Was? Erst bekommt Brix eine weibliche Stimme und dann stottert er auch noch. Ja, aber um dich und dein Pokémon-Team brauche ich mir wohl keine Sorgen zu machen, Nina. Jedenfalls bin ich dir und deinem Freund sehr dankbar dafür, dass ihr mich gerettet habt. Deshalb möchte ich dir gerne diese TM schenken. Yay, wir haben einen Katapult gekriegt. Die werde ich bestimmt benutzen. Vielen Dank, Professor. Das wäre also erledigt. Was hast du als nächstes vor, Nina? Ich werde mir meinen nächsten Arena-Orden erkämpfen. Den von Malvenfro City. Wie wär's, Nina? Wollen wir nicht zusammen nach Malvenfro City gehen? Aber wir müssen ja... Okay, wir müssen nicht ja sagen, aber... Ja. Okay, dann lass uns gehen. Ich frag mich echt, was passiert, wenn man Nein drückt und dann den ganzen Weg alleine zurückgeht, ne? Da wären wir also, Malvenfro City. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zum Schlotberg. Diese Schurken bei den Meteorfällen hatten ja erwähnt, dass das ihr nächstes Ziel sei. Sei vorsichtig, Nina. Ja, und da werden wir noch hingehen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Stelle, vor der ich am meisten Angst habe. Oh. Also weniger vor dem Schlotberg. Ich habe viel, viel, viel mehr Angst vor... Ich muss auch erstmal wieder die Animationen anschalten. Weil wir haben hier glücklicherweise... Ja, ja. Wir haben quasi einen Pflanzen-Monorun fast, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Glücklicherweise spielen wir Alpha Saphir und nicht Omega Rubin. Das wäre nämlich verdammt scheiße, wenn wir Omega Rubin spielen würden und gegen Team Magma kämpfen müssen mit ihren ganzen Feuer-Pokémon. Ja, stimmt. So, ich glaube, ich war mit Doreen und Ressus vor. Ja, doch, wir waren. Ne, wobei. Ich glaube, ich hau Zorro und Isabel nach vorne. Wobei die ja sich an sich fast ausschließlich Magnein und so teilen. Ich habe kein Pokémon mit Zertrümmerer dabei. Ah, das sucks. Ich muss irgendwie einen Zertrümmerer beibringen. Ah, ich will Shroomsy nicht Zertrümmerer beibringen. Ich muss aber. Ich darf nämlich keinen VM-Sklaven nehmen. Und ich komme. Es gibt keinen Weg. Nee, es gibt keinen Weg dorthin, wenn man nicht fliegen kann.
noch. Okay, ich ja, ist zwar nicht super optimal, aber ich verlerne einfach Ressus. Fürs Erste verlerne ich ihm Kratzfurie, weil Kratzfurie werde ich nicht benutzen und dann haben wir wenigstens ansatzweise noch Coverage, ne? Ja. Zwar nicht optimal, aber naja. Das Doofe ist, wir müssen bis Segrasulp City warten, bevor wir wieder die scheiß VMs verlernen können. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu unserer Random Question of the Day. VMs. Ah, scheiße! Was ist mit VMs? VMs. Findet ihr sie gut oder schlecht? Und leider müssen wir dieses Kleinstand fangen. Ich finde VMs gut, solange sie nicht zu zwanghaft sind. VMs sind immer zwanghaft. Was? Ja, VMs sind quasi immer zwanghaft. Ganz ehrlich, in den alten Spielen, ja, die noch... okay, jetzt kommt drauf an, was für VMs es sind. Ich finde zum Beispiel Surfer finde ich noch ganz okay oder Fliegen ja auch, aber ansonsten, so der Schneider und so, ich finde die manchmal unnötig. Naja, es gibt meiner Meinung nach wirklich nur... Wirklich, wirklich... Moment, ne, stimmt, wir hatten alle Paare voll, verdammt. Yay, wir haben einen Kleinstein. Alles Bricks Schuld. Ich wäre wieder normal zurückgelaufen. Und ich hasse es jetzt, wenn mir jetzt jemand in den Kommentaren schreibt, oh, Nils, hättest du auch einfach normal zurücklaufen können. Dann bin ich angepisst. Dann bin ich echt angepisst. Oh. Okay, wie nennen wir dieses männliche Kleinstein? Dieses männliche Kleinstein. Okay, ich bin total kreativ. Ich nenne es Stone. Okay. Stone, das Kleinstein. Okay, ich werde da jetzt mal ganz... Ich werde ganz kurz mal zurückgehen. Einfach nur checken, ob ich das richtig gemacht habe und wir wirklich noch kein Paar haben. Weil ansonsten bin ich gerade gerettet. Wenn wir schon männliches... Wenn wir ein Paar aufgemacht haben und ein männliches Pokémon da haben. Ne? Dann bin ich gerettet, aber ich meine, wir haben alle Paare gefüllt. Ja, wir haben alle Paare gefüllt. Wir haben einen Kleinstein. Und ich renne wieder ins Pokémon Center rein. Ganz ehrlich, wir haben bisher recht wenig Pokémon, wo ich mich wirklich darüber gefreut habe, dass wir sie gekriegt haben. Na. Wir haben nicht mal einen Wablu gekriegt. Nein, stattdessen haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir auf... Ah, genau, da war gut, Lombrero war eigentlich ganz cool. Ne? Also Kapaloris mag ich sogar wirklich. Das ist kein schlechtes Pokémon. Ach. So, hier durch. Ja, hier die ganzen Trainer habt ihr in der Grinding-Montage gesehen. Die habe ich alle bekämpft. Ja, aber halt, Kapaloris finde ich echt cool. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den da vorne gekämpft... Oh, ne, gegen den habe ich noch nicht gekämpft. Hahaha, wie sieht's aus? Ein Kämpfchen gefällig, du dich! Aber mal so ganz ehrlich, Kamaup. Oh, verdammt. Los, Zorro. Okay, Kamaup ist 6 Level drunter. Benutzen wir erstmal Stachelspore. Um das Kamaup zu paralysieren, dass ich notfalls irgendwie hochheilen kann. Oh, Energiefokus. Er wird kritten. Er wird hundertprozentig kritten. Ich pack mal die Egelsamen drauf. Und ja, ich habe irgendwie in diesem Let's Play ein Verlangen für Egelsamen. Kommt der Funkenflug? Ich habe in diesem Let's Play ganz klar ein Verlangen nach Egelsamen. Den nutze ich irgendwie viel, viel, viel zu gerne. Wobei, an sich, ich bin nicht froh, dass wir Zorro haben, ne? Aber dann wiederum, ich habe noch nie wirklich einen Roselia oder einen Roserade benutzt. War das ein Crit? Das war ein Crit. Ich wollte gerade fragen. Hätte ich einfach die ganze Zeit Megasauger spammen sollen? Anscheinend. Ich glaube, ich unterschätze Zorros Fähigkeiten. No. Das sollst du nicht tun, Schatzeli. Und ich sollte wirklich nicht so häufig Egelsamen benutzen.
Wow, das war nicht mal ein Crit. Ich sollte wirklich nicht Zoros Fähigkeiten unterschätzen. Er ist stärker, als man eigentlich denken würde. Unterschätze niemals einen Zorro. Ja, ist nur die Frage, wann ich das entwickeln soll und wo man den Stein herkriegt, um es zu entwickeln. Na? Weil das ist auch so ziemlich das Problem bei Lombrero. Ich sollte es nicht auf jeden Fall sofort entwickeln. Das lohnt sich. Ja, ist die Frage, ob wir Hydropumpe haben wollen. Weil wir kriegen ja auch noch Siedewasser. Na? Die Seilbahn fährt gleich mit. Ja, ich möchte unbedingt Seilbahn fahren. Yay! Das ist so ziemlich eine der Sachen, worauf ich mich richtig gefreut habe. Oh. Denn, ganz ehrlich, damals in Rubin und Saphir, ne? Da war das echt so. Wow! Wo man dann da diese kleine Animation hatte, wie man dann der Seilbahn hochgefahren ist. Das war cool damals. Ne? Ja. Heutzutage guckst du und so. Ne? Ja. Aber da habe ich mich wirklich drauf gefreut, das einfach in 3D zu sehen. Und ja, wir sind jetzt hier oben am Schlotberg angekommen. Hier kämpft Team Magma gegen Team Aqua. Und ja, ich glaube, wir werden dann im nächsten Part den Schlotberg selber machen. Da oben können wir nicht entlang, weil die hier die ganze Zeit mit ihren Pfiffchen stehen. Und ja, das machen wir alles im nächsten Part. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.